Ja, servus, grüß Gott, moin moin, mein Name ist Holger Ritter, ich bin Präventionsberater bei der AOK und mache heute mit euch Ausgleichsgymnastik, Ausgleichsübungen am Arbeitsplatz. Das Ganze nennt sich auch Training on the Job, das heißt, man kann diese Übungen immer und überall ausführen am Arbeitsplatz, um einfach im Berufsleben Folgeschäden zu vermeiden. Ganz einfache Übungen, die schnell durchführbar sind und ich würde sagen, wir reden gar nicht lange, sondern fangen direkt an. So, ich habe mir natürlich Unterstützung mitgebracht, das ist die Franka neben mir und die hilft mir heute ein bisschen, macht die Übungen mit. Wir fangen an mit Mobilisationsübungen. Mobilisationsübungen sorgen dafür, um keinen Kaltstart zu produzieren, um den Körper ein bisschen aufzuwärmen, um einfach die Gelenke bzw. die Muskulatur rund um die Gelenke zu durchbluten und die Produktion von Gelenkflüssigkeit anzuregen, damit die Gelenke nachher einen höheren Krafteinsatz gut kompensieren können. Wir fangen direkt an, gehen von oben nach unten. Wie gesagt, einfache Übungen könnt ihr sofort nachmachen. Im schulterbreiten Stand, Füße auseinander, Knie leicht beugen, Schultern zurückziehen, ganz locker stehen bleiben, Arme hängen lassen. Erste Übung für die Nackenmuskulatur. Wir drehen den Kopf einfach zur Seite, Schulterachse bleibt stehen, Kopf drehen, einfach nach rechts oder links. Wir fangen an mit rechts. Kurz halten, über die Mitte langsam nach links drehen, gar nichts erzwingen, ganz locker und nach rechts. Und nochmal nach links, schön langsam und zur Mitte. Super. Wir mobilisieren die Schultergelenke, einfach Schulter rückwärts kreisen, Arme sind lang, Schultern tief, ganz entspannt, die Schultern 5 bis 6 Mal rückwärts kreisen und stopp, das Ganze jetzt nach vorne. Und stopp. Als nächstes mobilisieren wir die Ellbogengelenke, dafür strecken wir die Arme nach vorne, drehen die Hände so, dass der Handrücken nach unten zeigt und klappen einfach die Unterarme ein und strecken wieder im Ellbogengelenk. 5, 6 Mal Fluglotse, sehr schön, noch einmal und ein allerletztes Mal. Okay, gut. Als nächstes kommen die Handgelenke dran, Hände sind beim Handwerker ja sehr stark beansprucht, deshalb diese Übung auf jeden Fall immer machen. Arme nach vorne, wir kreisen im Handgelenk. Einfach nach außen rotieren und nach innen. Super. Als nächstes mobilisieren wir die Wirbelsäule. Dafür bleibt die Hüftachse einfach stehen und wir rotieren den Oberkörper mit der Schulterachse. Arme schwingen mit. Nach rechts geht's los. Einfach schwingen. Arme pendeln mit, Kopf dreht mit, immer schön, ganz locker aus dem Oberkörper die Wirbelsäule mobilisieren. Noch zweimal und langsam auspendeln lassen. Okay, super. Als nächstes mobilisieren wir die Gelenke oder die Hüftgelenke. Dafür ziehen wir das rechte Knie nach oben, bis der Oberschenkel parallel zum Boden ist und rotieren dann nach außen im Hüftgelenk. Einfach 5, 6 Mal kreisen. Wenn es knackt, nicht schlimm. Wenn es nur knackt und nicht wehtut, einfach weiter kreisen. Ist normal oder nichts Ungewöhnliches. Dann stopp, nach innen kreisen. 1, 2, 3. Wie gesagt, 5 bis 6 Mal reicht schon. Und dann die Seite wechseln. Das Ganze mit dem linken Bein. Im Standbein stehen wir grundsätzlich immer leicht gebeugt im Kniegelenk, rotieren erst nach außen. Und nach innen. Super. Dann gehen wir über zum Kniegelenk. Dafür ziehen wir das rechte Knie nach vorne oben, bis der Oberschenkel parallel zum Boden ist. Setzen mit dem Zeigefinger der rechten Hand einen Anker und rotieren um den Anker im Unterschenkel 5, 6 Mal in eine Richtung
Gut. Und in die andere Richtung. Und stopp. Andere Seite. Und Richtungswechsel. Jawohl. Als letzte Übung mobilisieren wir die Sprunggelenke, die Fußgelenke. Wir strecken den rechten Fuß nach vorne, drehen ihn einfach nach außen. 5-6 Mal. Und nach innen. Und die andere Seite. Gut. Das war's schon mit der Mobilisation der Großgelenke. Als nächstes machen wir funktionale Dehnübungen. Dehnübungen sind super, weil sie einfach die Beweglichkeit erhöhen, Verklebungen in den Faszien lösen und Sehnen und Bänder stärken und zum allgemeinen Wohlbefinden einfach beitragen. Als erstes, wir fangen wieder oben an. Als erstes machen wir für die Schulter-Nackenpartie eine Dehnübung. Dazu legen wir den Kopf auf die linke Schulter, linkes Ohr Richtung linke Schulter und drücken die rechte Schulter nach unten. Wir dehnen den seitlichen, ich zeige es mal gerade, seitlichen Nackenmuskel auf der rechten Seite. Immer wieder ein bisschen nachschieben und wieder lockern. Kopf zur Mitte drehen und wir drehen auf die andere Seite. Kopf auf die rechte Schulter legen, also rechtes Ohr geht gegen rechte Schulter und die linke Schulter nach unten drücken. Ein paar Sekunden halten und wieder zurück zur Ausgangsposition. Das Ganze könnt ihr ein bis zweimal machen pro Seite und dann spürt ihr schon direkt eine Erleichterung. Als nächstes dehnen wir die Brustmuskulatur. Dafür gehst du einen Schritt nach vorne, ich einen Schritt nach hinten. Wir strecken die Arme zur Seite aus, Daumen zeigen nach oben, ziehen die Arme zurück, so weit wie es geht, klappen jetzt die Handgelenke ein und drehen die Hände so, dass die Daumen nach vorne zeigen. Kurz halten, zeig es mal von der Seite. Und wieder zurück. Und lockern. Als nächstes dehnen wir die Muskulatur des oberen Rückens, der Schulter-Zwischenplattenmuskulatur. Dafür nehmen wir die Hände zusammen, drehen die Arme nach außen, dass die Ellbogen vom Körper weg zeigen nach außen, legen jetzt das Kinn auf die Brust, unten den oberen Rücken ein bisschen einschieben, die Arme nach vorne und ziehen die Schulterblätter dabei auseinander. Ellbogen und Schulterblätter ziehen nach außen, Arme schieben nach vorne unten. Zehn Sekunden halten und wieder aufrichten und lockern. Jetzt dehnen wir die seitliche Rumpfmuskulatur. Dafür gehen wir zunächst mit den Füßen zusammen. Jetzt geht der rechte Fuß über den linken Fuß. Hände gehen zusammen vor dem Körper. Wir strecken die Arme nach oben und neigen die Hände nach links zur Seite, dass wir mit dem Körper einen kleinen Bogen malen und schieben die Fingerspitzen nach oben Richtung Decke. Das Ganze jetzt auch wieder 8 bis 10 Sekunden halten. Immer wieder in den Fingerspitzen nachschieben und dann Seitenwechsel. Füße auseinander, linker Fuß geht über den rechten Fuß, die Hände gehen vor dem Körper zusammen, schieben die Hände nach oben, neigen uns jetzt nach rechts und schieben die Fingerspitzen nach oben. Arme sind lang, seitlicher Rumpf wird gedehnt. Und langsam wieder zurück. Super. Die Füße gehen wieder schulterbreit auseinander, in den Knien leicht gebeugt. Als nächstes dehnen wir die hintere Oberarmmuskulatur. Nehmen die rechte Hand und führen sie hinter den Kopf
zwischen die Schulterblätter. Linke Hand geht über Kopf auf den Ellbogen des rechten Armes und wir drücken den Ellbogen des rechten Armes sanft nach unten, dass die Hand zwischen die Schulterblätter wandert. Das Ganze halten wir jetzt ungefähr 8 bis 10 Sekunden und machen von hier oben direkt einen Seitenwechsel. Die andere Hand geht zwischen die Schulterblätter und jetzt drücken wir mit der rechten Hand sanft auf den Ellbogen des linken Armes, dass die linke Hand nach unten zwischen die Schulterblätter gedrückt wird. Auch hier halten wir wieder 8 bis 10 Sekunden die Position und lockern uns wieder. Jetzt dehnen wir die Muskulatur der Wirbelsäule, gerade im unteren Rücken, indem wir Kinn auf die Brust legen, Arme sind nach vorne, rollen langsam die Wirbelsäule Wirbel für Wirbel nach unten ein. Geht einfach so weit nach unten, bis ihr nicht mehr weiter könnt und bleibt da kurz hängen. Fünf bis zehn Sekunden in dieser Position verharren und dann langsam wieder Wirbel für Wirbel nach oben gehen, bis ihr wieder in der aufgerichteten Position seid. Super. Jetzt dehnen wir die Beinmuskulatur, fangen an mit dem vorderen Oberschenkel. Das rechte Knie zieht nach vorne. Wir fassen uns mit der rechten Hand am rechten Sprunggelenk, ziehen das Knie nach hinten. Beine schließen, Knie sind parallel zueinander. Ferse Richtung Gesäß ziehen und die Hüfte nach vorne schieben. Das Ganze auch wieder 8 bis 10 Sekunden halten. Und absetzen, Seitenwechsel. Linkes Knie nach vorne ziehen, fassen uns am Sprunggelenk, ziehen das Bein nach hinten, schließen die Beine, Ferse Richtung Gesäß, Hüfte nach vorne schieben. Durch Aufrichten im Oberkörper haben wir die Vorspannung auf dem vorderen Oberschenkel. Kurz halten und absetzen. Jetzt dehnen wir die Muskulatur der Oberschenkelrückseite, gehen gerade einen Schritt zurück. Jetzt geht der rechte Fuß nach vorne, setzt auf der Ferse auf, Zehenspitzen zum Schienbein ranziehen, Oberkörper klappt nach vorne ab, lass die Wirbelsäule gerade, Knie vom rechten Bein leicht beugen, Gesäß nach hinten, unten schieben und Oberkörper geht nach vorne. Jetzt drückt ihr die Ferse in den Boden und wir dehnen damit den hinteren Oberschenkel. Gut, andere Seite. Linkes Bein nach vorne, auf der Ferse aufsetzen, Schienbein, Zehenspitzen zum Schienbein ranziehen, Oberkörper geht nach vorne, Gesäß nach hinten und die Ferse in den Boden drücken. Und zurück. Als letztes dehnen wir noch die Wadenmuskulatur, machen einen kleinen Ausfallschritt mit dem linken Fuß nach hinten. Rechter Fuß bleibt stehen, vorderes Bein wird jetzt gebeugt, Körpergewichtsverlagerung auf das vordere Bein, Oberkörper geht leicht nach vorne. Wir drücken die Ferse des hinteren Fußes in den Boden und schieben die Hüfte nach vorne unten. Auch wieder kurz halten. Und zurück in die Ausgangsposition, Seitenwechsel. Rechter Fuß nach hinten, vorderes Bein beugen, hinteres Bein bleibt gestreckt, Oberkörper geht nach vorne, Körpergewicht aufs vordere Bein verlagern, Ferse des hinteren Fußes in den Boden drücken und die Hüfte nach vorne unten schieben. Okay, gut. Das war's schon mit den Dehnübungen. Ich hoffe, es hat euch gefallen.